Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Megaprojekt mit Dr. X, Moin. Wendy, Tino, Markus, Moin. Rocktox und Kobold. Moin. Ich glaube, Mahlzeit. Wir haben alle. Ach, ja, ich glaube, du hast alle. Wir dürften alle gewesen du sein. Du bist durch. Ich habe irgendwie den Kuppel gesperrt, ich komme nicht mehr raus. Ja, Abendstädtisch scheiße. Ah, hier geht's. Wir werden heute mal ein bisschen was Neues machen. Es gab ja die Umfrage und dabei ist halt rausgekommen, dass ihr gerne... Naja, da ist noch gar nichts rausgekommen. Moment. Das ist jetzt nur vorläufig. Ja, da ist schon was rausgekommen. Ja, da ist schon was rausgekommen, okay. So, also werden wir jetzt unsere Maschinen so ein bisschen, unseren Fuhrpark mal ein bisschen umstellen. Hä? Band? Ach, ja. Ah, okay. Schön. Meistrick wird auch geschützt. Wir verkaufen jetzt unsere alten Maschinen. Wir nehmen einen Kredit auf mit dem Bank of Hagenstetten Mod. Der Kredit wird uns ungefähr so 50.000, 60.000 am Tag an Zinsen kosten. Aber den werden wir dann halt zurückzahlen, aber wir werden halt jetzt dann erstmal ganz große Maschinen haben, aber halt nicht ersheetet, sondern halt mit Geld, was wir dann auch ganz ehrlich wieder mit dicken Zinsen zurückzahlen müssen. Richtig. Genau, und wir kaufen jetzt erstmal vier neue Trecker, dafür haben wir auch ein paar Mods mit reingenommen, und zwar, die können wir ja mal ganz kurz erläutern, den Klask Xerion 5000 VC Dreck. Nicht die Schlüte. Dann den 8360R von John Deere, den Fendt 936 Vario, und was wollen wir eigentlich noch kaufen? Eine zweite Sämaschine für den Mais, beziehungsweise Rüben dann, wenn wir irgendwann mal Rüben machen. Genau, und zwei neue Grubber, da haben wir jetzt die Richtig. Von Horsch drin. Moment, muss ich mal ganz kurz suchen. Diese von Horsch, 12, die 12 Meter Dinger, ne? Genau, die Joker 12 Meter, also das sind so, auf jeden Fall ordentliche Sämaschinen. So, in diesem Moment sind wir gerade übrigens reich. Ja. Und alle, die sich fragen, warum ich muss kein... Es hat anmachen. Ich muss es hat nicht kaufen. Genau. Oh, 1,3 Millionen. Ja, Bank of Hagenstedt hat sich gelohnt. Oh, 1 Million. Ja, und alle, die sich wundern, warum wir kein HOD haben, das ist... Mod. Alter, was ist das? Das ist auch eine neue Mod, die auf Anregung von Randy reingenommen wurde und die ich absolut geil finde. Ja. Alter, ist das ein Panzerwagen? Was fehlt geil, da sonst noch? Alter, können wir Scheiße. Noch einen Bergetiger reinmachen? Den will ich haben. Da muss ich eh mal sagen, Leute. Also es hat sich ja schon ein bisschen was rauskristallisiert bei der Umfrage. Oh. Und es haben sich ein paar beschwert, wir seien zu unrealistisch. Ach so, ey, Leute, lasst uns halt Spaß haben. Ja, zumindest in Rockdogs. Genau. Und ich will einen Bergepanzer. Unbedingt als Traktor. So. Alter, Scheiße. Warum leckt das jetzt bei mir gerade so? Weil ich so zig Sachen kauf. Müsste gleich wieder weg sein. Ich muss noch Alter, zwei Sachen. Aber schöne Blink, Geräte. Blink an. Stell den Xerion, Tino, stell den bitte nochmal daneben, dass man das mal so da auf einem. Warte, dann muss ich hier links daneben. Macht mal alle das Bling Bling an. Jawohl, also das ist wirklich, das Teil ist Oberklasse, absolute Oberklasse. Ja, erinnert mich aber so ein bisschen an einen MB-Truck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ist halt tausendmal größer. Ja. Geil. Definitiv. Auf jeden Fall geht es jetzt halt deutlich, wohl nochmal deutlich schneller voran. Den zweiten Drescher werden wir nicht kaufen. Denke ich erstmal. Den werden wir dann erstmal uns noch wieder ersparen. Aber man sollte jetzt wirklich nicht die Kreditzinsen unterschätzen. Wir müssen jetzt jeden Tag 50.000 Euro daran bezahlen. Ja, müssen wir auf jeden Fall gut arbeiten. Also jeden Tag, wo wir spielen, oder? Ja. Ja. Also ja, wenn der Server aus ist, dann müssen wir nichts bezahlen. Ja, aber wenn wir halt aufnehmen und vielleicht Mann, der eine Nacht vorspulen rechts oder so. Vor links, Mann, der Rocktox. Ja, rechts vor links. Ich hab Vorfahrt. So, das dann werde ich jetzt mal hier nämlich Folgendes machen. Ich werde mal den Puma hier abhängen von der Sämaschine. Der ist nämlich viel zu klein dafür. Habe ich Wollen wir noch den Überladewagen kaufen? Ja, das können wir machen. Den wollten wir auch haben, ja. Das können wir auf jeden Fall machen. Wie ist jetzt erstmal der Plan? Was wird jetzt wo angesät? Müssen wir irgendwo Wir müssen noch Raps ernten. Ja. Wir müssen teilweise noch Raps ernten. Feld 16 ist und, warte mal, was war das? Feld 14 war, glaube ich, auch noch ein kleines bisschen. Genau. Ich sitze schon in der Erntemaschine drin. Und ich habe mal gesehen, man kann so richtig coole Effekte machen. Mit der zeige ich jetzt mal. Ist so richtig wie ein Lowrider ein bisschen. Jetzt wackelt das ganze Ding. Richtig cool, ey. Okay. Was noch gemacht werden müsste? Es müsste gedüngt werden. Es müsste gedüngt werden, ja. Ja, okay. Ich ernte jetzt hier mal. Aber es wurde sich auch gewünscht, dass wir dann immer mit zwei Geräten gleichzeitig auf einem Feld arbeiten. Und zum Beispiel auf Feld 11 also könnten gerade beide Sämaschinen Mais ansäen. Oh, da richtig, ich, genau dann, das habe ich auch gerade vor. Dann fahre ich runter, dann mache ich das mit Doc. Ja, dann mache ich das gut. Eben mit Doc. Da fahre ich schnell den Grubber zum Hof und schnapp mir die Sämaschine und komme auf Feld 16. Uppala. Oh, das war Feld 11.
Ach, Feld 11. Na, da komme ich auf Feld 11. Ja. Das können wir machen. Ein. Jawohl. Na, hier vorne. Der, also, das hier, ja, ist ja. Große. Ja. Ach so, Mais, ne? Mais, ja. Gut. Ach so, hat jetzt einer, steht die andere Mais-Maschine hier unten oder steht die oben? Die steht am Feld, glaube ich. Die eine, die, da sitze ich jetzt schon drin. Also ja, beziehungsweise, da habe ich den Case da extra dran geduckt, weil die stand da alleine. Ah, hier ist, hier steht eine. Mit Doppelbereifung. Und oben dürfte auch noch eine stehen. Dürfte. Ebenfalls. Dürfte. Dürfte. Die mit Doppelbereifung, also dem Magnum mit Doppelbereifung und der Sämaschine, die muss ich noch eben auffüllen. Aber dann komme ich zu dir, Doc. Und dann können, ja, wir zusammen arbeiten. Also seht ihr jetzt zusammen? Ja. Na gut. Okay. Okay, dann hat sich das wohl gerade wieder geändert. Das wird zwar ja flexibel, so, ne? Ja. Bei mir hat sich du sitzt doch im Cerion, oder? Du hast doch gar keine Sämaschine. Ich sitze im Cerion, ja. Wie bitte, Kumpel? Bei mir hat sich gerade das Spiel aufgehangen. Okay. Warum macht denn das sowas? Schon wieder. Das war vielleicht zu viel. Ja, zu viele neue Mods. Zu viel Neuerungen, ja. Also so, wieder Oldtimer kaufen. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe gehört, es muss gedüngt werden. Dann würde ich sagen, tja. Haben wir nicht viel Auswahl? Nö, haben wir zwei Düngermaschinen? Zwei glaube ich nicht. Naja, aber wir können mit Kunstdünger und mit Gülle und mit Mist. Jo, wir können mit, ja, Gülle. Das wäre eigentlich mal ein Job für den Cerion, das große Güllefass. Ja. Ja, könnte ich machen. Wer kennt den mal? Dann nehme ich den Kunstdünger, ja, den du jetzt gerade nehmen wolltest. Und dann bewegen wir uns schmeichelhaft dorthin. Kommst du an mir vorbei? Nee, das Ding hat einen Wendekreis. Das ist abartig. Im Panzer. Ja, doch, ja, ich möchte gerne das mal mit GPS ausprobieren. Ja. Ich weiß noch nicht, ich habe auf Minus meine... Oh, nee, habe ich ja umgestellt, extra wegen ich, GPS. Ich weiß nicht, wo du deine Tastatur... Ich habe meine total umbelegt. Also ich habe GPS-Mod an. Dann musst du von ihm die Einstellungen klonen. Welches Feld muss gedüngt werden? Steuerung 2 Numpad. Also wir fangen an Feld 11 ist das hier, ne? Ja. Wir müssen erstmal Numpad 0, ne? Randy fällt, ja, können wir düngen. Einschalten, Steuerung 0. Ah, ja. Und dann mit, Minus. Ich fahre etwas zu schnell. Nein, mit Steuerung 2 kannst du die Einstellungen vom Doc übernehmen. Das ist zu schmal, was Doc dann macht. Ja, ich habe es noch eingestellt. Jetzt ist es eingestellt. Ja, okay. So. Haben wir eigentlich wieder reich genug Gülle? Müsste mal gucken. An sich ja. Wenn du die BGA so voll geklatscht, dann müsste eigentlich genug drin sein. Warte mal, und Alt Num Enter oder Steuerung Enter ist dann, wenn er losfährt, ne? Steuerung W. Steuerung W ist es, glaube ich. Ja, das ist einrichten und dann halt, ja. Dann fährt er nach der Linie. Das habe ich ja noch nie. Und die Linien ausblenden, sind auch 74.000 drin. Steuerung und der Komma-Taste auf dem Numpest. Ah, Komma. So, Feld 14. Kann ich nur sagen, Arbeit ist vollbracht. Schön. Aber ich blende es dann doch mal ein. Aber irgendwie hast du die doch ein bisschen sehr schmal eingestellt. Ah, nee, Quatsch, da hinten. Ja, also jetzt ist es richtig eingestellt. Hallo, jetzt, kann mir jetzt jemand, noch mal klonen. Kann mir jemand verraten, wo der große Gülle? An der BGA stand das Güllefass. Wenn du das an der BGA, ja. Ja, wirklich. Danke. Oh, ich habe mir gerade dezent auf den Pullover gerotzt. Das wollte jetzt laut keiner wissen. Musst du das auch noch sagen? Ekelhaft. Ja, ja, und dann sagst du sowas auch noch, Mensch. Ja, Mensch, ja. Schreibtisch. Keine Manieren. Keine Manieren. Welche Aufgaben sind denn jetzt eigentlich noch zu vergeben hier? Ich fahre hier sinnfrei durch die Gegend. Das ist nicht gut. Wie sieht's mit der Ernte aus? Wer hat Rist? Kannst und du eine abfahren? Ja, fahren welche ab? Oder fahrt jemand, nee, fährt jemand zur Zeit ab? Noch nicht, aber ist okay, auch nicht dann nötig. Also ich bin noch jede Menge Platz und ich glaube, das schaffe ich noch. Na, aber du hast ja dann noch ein paar Felder vor dir, also du brauchst definitiv einen Abfahrer. Ja, aber ich mache jetzt das halt fertig, dann kann wer andere ab, mehr nicht alle. Kannst du bitte mal nur 10 Meter fahren oder so, dann können wir dir so etwas versetzt fahren. Ja, Kubai, dann kannst du, wenn du willst, ja erstmal einen Rocktox abfahren und dann könnt ihr ja tauschen. Ich fahre in letzter Zeit immer. Du stehst, glaube ich, zu weit rüber, oder? Machen. Du lässt da doch gerade einen Streifen. Ein bisschen, ja, aber gut, das ist jetzt... Kubai, was könntest du noch machen? Fahr mal zurück und richte dich neu aus. Warte mal, ich gucke mal, wo Rocktox jetzt genau... Ist auf 14, wir kriegen das schon hin, ja. Ich zweifle dran. Es ist halt erstmal. Ja. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und. Ne, Moment. Das ist noch ein bisschen weiter. Randy, ich komme gleich. Mit dem randvollen Kotteger Rand. Mit jeder Menge Scheiße hinten drin. So. Okay. Ist das richtig?
Ja, jetzt müsste es richtig sein. Okay, yep. Dann kannst du jetzt mal bitte anhalten. Beleuchtung. Yep. Also ah, scheiße! Warum bremst der denn nicht? Ah, fuck you. Eine Frage, bei dem Kottegarant hier konnte man nicht die Drehzahl einstellen der Welle, oder? Nee, das hat er alles nicht. Ach, schade. Aber dafür gehört er zum Addon. Dafür gehört er zum Addon, ja. Ja. Deswegen gehört er zum Addon nur. So. Okay. Wie viel km fahren wir? Ja, 1. Stufe 1. Also 15 fahre ich jetzt hier. 15, 16 sowas. Ja. Du bist. Ich auch. Und jetzt machen wir gerade so ein wunderbares Dino, ich fahr ein bisschen mit dem Gespann. Kann man die Linien irgendwie wieder ausschalten? Ja, mit Steuerung und der Komma-Taste auf dem Numpad. Mann. Ach, das Geniale ist, also das sieht wirklich so cool aus, oder? Ja. Wenn man zu zweit in dem Traktor sitzt. Stimmt, ja. Also kann man so zweit sitzen? In welchen sitzt ihr denn? In den Fendt oder? Das sieht geil aus. In den Glas Xerion sitzt man gerade. Oh, der hat richtig zu tun, Jo. Alter. Das geht in Alter, weiß mal die Gewichte drauf. Ja, stellt euch vor, jetzt noch eine dritte oder vierte Sämaschine daneben. Was sagst du? Du brauchst die Gewichte mindestens. Ja, na, ich habe jetzt volle Zuladung. Jetzt geht's voran. Weil sonst wäre es gar nicht, geht's hier überhaupt nicht. Ich sehe ja den Dach, ich sehe nur die Drehzahl. Also liebe Zuschauer, wenn ihr das hier nicht feiert, was Gunn und ich hier gerade machen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, wenn ihr realistisch wollt, dann... Lob's jetzt aber auch nicht mal als neuntes Weltwunder in den Himmel. Weil das sind zwei Traktoren, die hintereinander fahren. Ich würde erstmal gern das achte Weltwunder kennenlernen. Naja, es gibt ja nur sieben. Das achte Weltwunder, das bin ich. Ach, überhaupt nicht voreingenommen, Doc. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen wie mich. Ah, Randy war hier schon fleißig. Ja. Ja, ne, das hat ja eine extreme Reichweite, diese Kunstdinger-Spritze. Ich komm mal hinter, ne? Ja, da fängst parallel an. Du bist wieder die nächste und ich die übernächste, Doc. Ja, genau. So lange ist der Plan. Ihr seht, wo ihr anpflanzt, ist das ja. Und Markus, was hast du heute so schönes gemacht? Kannst du mal die Sämaschine hochnehmen? Die schleift die ganze Zeit aufs andere Feld schon. Neben dir herumgesetzt und nichts getan. Ich sag mal, du Schwein, hast du deine Hand auf meinem Bein? Mann. Irgendwas ist hier gerade falsch. Wir hatten da schon wieder so krumme Felder gemäht. Ja. Das ist ja schlimm. Jetzt. Wir sollten auch weniger mähen, meine ich, ne, bei der Umfrage. Was gibt es eigentlich noch sonst noch so zur Umfrage zu sagen? Ich glaube, sagst du hast ja den besten. Aber da ist wieder eine Lücke drin. Zum aktuellen Stand. Du bist wieder versetzt angefangen. Ist zum aktuellen Stand. Du fährst nicht genau richtig. Ich war deine Werte. Zum aktuellen Stand. Ja. Im aktuellen Stand, das ist ja, wir bemühen uns jetzt natürlich aktuell noch, das alles synchron hochladen zu können, etc. Kobold hat das Spiel verlassen. Ja, schon wieder aufgehangen. Also schon was wieder aufgehangen. Was ist denn los bei dir? Ja, ich habe wieder ein anderes Aufnahmeprogramm. Also ich habe jetzt diese hässliche, verkackte Fraps-Meinung. Aber ich glaube, ich lasse dann doch wieder sein. Ja, aber da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich Fraps, ich weiß nicht, macht keine Probleme bei LS. Nö, schon seit Jahren nicht. Ja, seit Jahren nicht. Ich hab sonst immer ein anderes und da habe ich keine Welches Probleme. Welches nimmst du normalerweise? Camtasia. Okay, dann nimm lieber Fraps. Ja. Nö. Also ich... Naja gut, wenn du damit keine Probleme hast, dann nimm lieber Fraps. Was sagst du, Markus, wie schnell kann man hier düngen? Ja, Güllefass geht Lübbe bis, na, Lübbe. Ja, so Tempo mal zwei, hätte ich in Ordnung. Okay, und für meine Zuschauer, da war jetzt ein kleiner Cut drin, ich habe gerade gemerkt, ja, dass das DS bei mir ziemlich leise ist. Darum habe ich jetzt schnell einen kleinen Cut gemacht und das lauter gestellt. Ja, okay. Was heißt, es scheint so viel zu verbrauchen? Ja, wenn ich so langsam fahre, dann schaffe ich nicht so viel. Ja, das ist natürlich auch mit 50 km/h fahren, aber... Nee. Ja, es geht eh bloß bis Tempo mal 2. Ich fahre jetzt nochmal diese eine Lücke hier nach und fahr du jetzt einfach mal die nächste Spur und ich richte mich dann nach dir aus. Bergab ging's wohl dann doch schneller. Ja. Vielleicht nochmal aufs Thema zurückzukommen. Wie gesagt, wir bemühen uns jetzt aktuell das Ganze synchron hochzuladen. Das wird jetzt hier, wo vorerst nichts werden. Das müsste man dann nochmal alles ein bisschen umstrukturieren. Aber ansonsten, also Stand der aktuellen Umfrage von dieser Folge jetzt hier, die ja bei mir montags kommt, ist letzte Woche Mittwoch. Da waren es schon fast 400 Befragte, also 400 Teilnehmer. Finde ich cool, dass so viele mitgemacht haben. Erstmal da dickes Dankeschön von mir dafür. Ja. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz vom Mikrofon weg meine Freundin schnell abwürgen. Ach so. Okay, ja. Aber nicht erwürgen. Ja. Lass das Mikro aber an, dass wir Dokumente haben dann für Bullerei und so hinterher. Ja.
Aber wenn du falls du eine Messemörder wenn dann weißt, sag, du kennst meine Nummer. Sag mal hallo zu allen, komm. Sag mal hallo. Oh, wie kann man das so sein? Wir haben die trotzdem. Ja, weiter geht's. Du wolltest sie haben? Die ist schüchtern. Die ist schüchtern. Kannst du so nicht sagen. Naja, ja, wie gesagt, ansonsten, was konnte man aus der Umfrage dran rausnehmen? Das, was wir bis jetzt erstmal umgesetzt haben, das waren so die dringendsten Fälle. Sprich, ein paar mehr Mods mit dem Realismus, ja, das strebt man an, außer bei Rocktox, der will das nicht. Ich möchte ja, das auch nicht, dass Rocktox realistisch fährt. Genau, weil vor allem meine Zuschauer feiern das immer voll und ich sag einfach, es ist ein Computerspiel, möchte ich Spaß haben und da gehört auch mal wieder ein bisschen Blödsinn. Aber dazu. Wie gesagt, ich spiele ja auch ernsthaft, aber hin und wieder mal ein bisschen Fun muss auch mal drin sein. Das ist, denke ich mal, alles kein Problem. Das ist richtig. Was ich halt komisch finde, das sind die richtigen Einstellungen hier. Ich aber jetzt passt es auch, guck mal. Ja, normalerweise passt das jetzt, genau. Und ansonsten, der Rest wird dann, oder ist schon, je nachdem, wie lange das Ding lebt, dann mehr oder weniger veröffentlicht. Also von daher. Genau, aber erstmal vielen Dank auf jeden Fall an alle, die teilgenommen haben. Die auch wenn ich die Bearbeitungszeit etwas zu hoch angesetzt habe. Aber das könnten wir vielleicht noch in dieser Folge gerade mal erledigen, weil das ist so eine persönliche Unruhe in mir. Oh. Wie viel sind wir gerade auf dem Server? Ich gucke gerade mal hier. Sieben, glaube ich, ja. Okay, sieben. Ja, alle sieben, sag jetzt mal zu mir. Sachse, du und deine scheiß arrogante Art, halt die Schnauze. Sachse, genau, du und deine scheiß arrogante Sachse. Art, halt die Schnauze. Halt die Fresse, Alter. Jawohl, Sachse. Immer diese arroganten Sachsen, die ihre Schnauze nicht halten können. Hallo, Mensch, das Sachse. Die Fresse, Junge. Danke. Voll, danke. Ja, voll daneben, der Junge. Aber ja, kann ich weitermachen? Ja. Ja. Nein, du musst jetzt aufhören. Richtig, okay, genau, schade. Weil wir sind am Ende. Wir sind völlig am Ende hier. Nein, das sind wir nicht am Ende. Nein. Also ebenfalls nicht am Ende des Parts, weil das wurde sich ja auch gewünscht. Ja, wir halten uns, also wir nehmen jetzt die neue Standardgröße von 20 mit. Oh, wie was? Ehrlich? Ja, oh, ehrlich. Wusste ich das, gar nicht. Das ist schon beschlossen. Wusste ich auch nicht. Das ist mir aber neu. Ich wollte 10 Minuten eigentlich machen. Nein, ich wollte Viertelstunde. Ist eigentlich beschlossen worden. Und falls ihr es nicht beschlossen habt, dann hat es meine Parteiführung beschlossen. Ja, dann hat das jetzt der arrogante Randy beschlossen. Ja, genau. Die Partei hat immer recht. Genau. Ich wollte eigentlich nur eine Minute, aber ich würde sagen, halt 20 Maul. Parts am Tag. Ja. Achso, ja, hatten wir das nicht gerade schon geklärt? Randy halt's Maul. Ja, hatten wir geklärt. Nein, Spaß. Das war so, ja, das war ein. In jeder Umfrage schleicht sich irgendwie so ein Typ ein, der immer so was Lustiges schreiben muss. Und das war leider auch bei dieser Umfrage mal wieder der Fall. Ja, ich habe gerade überlegt, wie man es ausdrückt. Ja, der Fall. Da hat doch wirklich ein, ich nenne ihn jetzt mal Klaus, 38 Jahre alt, guckt sehr unregelmäßig und ja, er ist wahrscheinlich einer meiner Zuschauer. Nee, er kam von Motlina und von Tino. Ah ja. Oh, typisch Tino, weil du dir da groß siehst. So, jetzt lesen wir gleich mal das vor, was ein Guten seine Leute geschrieben haben. Oh. Dann wird es nämlich ganz lustig. Ist ja vertraulich. Ganz lustig wird es dann. Nein, die Umfrage natürlich, also wer jetzt was geschrieben hat, das können wir nicht sagen. Also die Umfrage ist streng vertraulich. Das richtig, außerdem auch anonym. Beziehungsweise, da gibt es gar keinen Namen dazu, es gab genau. Ja dementsprechend nur Alter, nee, aber ich kann es ja nur sagen, es war ja 8. Ich nenne ihn Klaus, 38. Er möchte, dass Motlina sofort ins Projekt fest mit eingebunden wird. Also schönen Gruß, Motlina. Das ist jemand, ein Ultra-Fan von dir. Also du bist dabei. Du bist aufgenommen. Ja, du bist sofort dabei. Also er möchte das so und ich soll die Schnauze halten. Ja. Genau. Jetzt halt doch mal endlich die Fresse. Ja, Entschuldigung. Nee, aber jetzt muss ich extra mehr aufs Maul. Weil in den anderen Kommentaren steht wieder drin, ich soll das Maul mehr aufmachen, ich bin viel zu ruhig. Also mit anderen Worten, wir dürfen gar nichts mehr sagen. Auch cool. Eine Frage, können wir mal ganz kurz für den Randy eine Dose Mitleid aufmachen? Ja, komm. Jo, ich habe das so gerade. Ich habe nur eine Flasche da, ist das auch okay? So, ja, das geht auch. Also ich würde sagen, wir machen so auf 3, 2, 1, dann tsch. Oh. Also, gell? 3, 2, 1. Oh. Danke. Ich verbeuge mich im Traktor. Mit dem Traktor, bitte. Mit dem Traktor, das wäre zu schwierig. Ach, das schaffst du schon. Nee, das hat keine Idee. Bist so gelenkig, Mensch. So, Kobold, sei der LKW-Fahrer. Jo. So, also gedüngt haben wir in dem Sinne erstmal fertig, ebenfalls das Felde. Mal noch was anderes zu der Umfrage, und zwar, wir werden das Ergebnis wahrscheinlich dann Freitag auswerten, ne? Also so, ich sag mal, bis Freitag lassen wir die Umfrage noch hier zu laufen, gucken, ob noch was dazukommt. Und wenn sich dann... Trotz all dem darauf hinweisen, dass wir hier trotz all dem noch asynchron sind beim Uploaden. Ja.
Ja. Aber ich glaube, also, ganz synchron kriegen wir das sowieso an nicht. An irgendeinem Freitag werden wir das auswerten. Nein, und es wurde natürlich auch viel in die Umfrage, wurden viele Vorschläge gemacht an Let's Playern, die das Projekt mal besuchen sollen, vielleicht mit einsteigen sollen und so weiter. Werden wir auch mal schauen, wer da so die meisten Stimmen gekriegt hat und gucken mal, ob wir da eventuell auch noch was machen können und umsetzen können. Genau, ja. Also wir sind auf jeden Fall bestrebt. Deswegen haben wir auch die Umfrage gemacht, um eure Meinung zu erfahren und das ja nicht nur aus Jux und Tollerei, sondern richtig, eben auch um bestimmte Sondern Sachen umzusetzen. Sondern weil der arrogante Sachse unbedingt die Umfrage machen wollte. Richtig, genau. Er musste sich mal wieder präsentieren. Ja. Ruden, was machst du denn da? Ja, Junge! Der Nachteil bei Altar ist nur mal Haarhelfer, ne? deswegen sollst du ja auch Altar drücken. Ich habe keine Probleme mit Helfern hier. Hä? Bei mir geht er die ganze Zeit dran rein. Was, wenn du Altar drückst? Ja. Keine Ahnung. Ja, Alter! Alter! Gut, aber dafür sind wir jetzt in diesem Part erstmal fertig. Ah, Markus, darf also ich noch was zur Umfrage sagen? Gefällt's dir bei mir, hä? Ja, genau, ich hab grad nichts zu tun. Wenn's etwas Sinnvolles ist, Herr Rock? Ach so, nee, so sinnvoll ist es nicht. Ich wollte nur sagen, weil ja viele Leute geschrieben haben, wir sollen Pete Smith oder Sarasa anmelden. Ich wollte nur sagen, die Anmeldungen sind schon raus. Ja, ja. irgendwie Ende nächster Woche haben die, glaube ich, Zeit und dann machen wir das. Sarasa ist schon bestätigt, Le Floyd kommt auch, hat er schon zugesagt. Pete Smith. Ja, und hier der PewDiePie, er hat viel zu viel Langeweile. Aber sehr, sehr, sehr interessant für den intellektuellen Part wäre vielleicht noch Dr. Allwissend oder sowas. Oder ja, haben wir zwei Doktoren hier. Ja, wir haben schon einen Doktor, aber der ist, glaube ich, mehr Frauenarzt. Richtig, genau. Okay, Freunde, ich sage Tschüssikowski, ich weiß nicht, was ihr noch vorhabt. Ja, tschüss. Tschüssikowski angesagt. Wir sind weg. Auf Wiedersehen. Tschüss.